Erwähner, haben sich in dieser Sitzung grundsätzlich neue Anhaltspunkte und Möglichkeiten für weitere Gespräche oder überhaupt Gespräche mit den anderen Parteien ergeben? In dieser Sitzung gibt es zwei Anhaltspunkte, nämlich dafür, wie die Sozialdemokratische Bundestagsfraktion in den nächsten Tagen nach ihrem eigenen Fahrplan selbstständig vorgehen will, damit der Deutsche Bundestag, der vom Volk gewählte Deutsche Bundestag, zu seinem Rechte kommt. Das eine ist, dass wir dem Haus die Gelegenheit geben werden, mit unserem Antrag zum Artikel 68 des Grundgesetzes, das Begehren auszudrücken, dass der vom Volk gewählte Bundestag jetzt die Zeit für gekommen hält, dass der Bundeskanzler feststellen lässt, ob er das Vertrauen oder eine Mehrheit für das Vertrauen des Hauses hat. Das ist das Erste. Wir haben beantragt, dass der Ältestenrat am Freitag oder am Montag der Woche zusammentritt. In der Sitzung haben wir dann erfahren, dass der Ältestenrat für Freitag einberufen werden wird, weil dann dort die Tagesordnung für die Sitzung am Dienstag festgestellt werden kann. Am Dienstag wird also unserem Wunsch gemäß, und wenn unser Wunsch Unterstützung bei anderen findet, dieser Antrag, der eine Aufforderung an den Bundeskanzler ist, von seinem Recht nach 68 Gebrauch zu machen, feststellen zu lassen, ob er über eine Mehrheit verfügt oder nicht, ob er das Vertrauen des Hauses hat oder nicht, wird also auf die Tagesordnung kommen. Er wird auf jeden Fall am Dienstag auf die Tagesordnung kommen, weil wir auf jeden Fall dafür eintreten werden, wenn es nicht anders geht, in einer politischen Geschäftsordnungsdebatte, dieses an dem Dienstag zu machen. Im Übrigen haben wir uns zur Behandlung des Haushalts unsere Überlegungen angestellt und werden im Plenum und wenn im Plenum weitere Schwierigkeiten gemacht werden, im Haushaltsausschuss, falls der Haushaltsausschuss den Haushalt bekommt, zur überwiesen bekommt, beantragen, dass er aus denselben Gründen, die der Bundesrat in dem klassischen Satz zur Einleitung seiner Entschließung geformt hat, nicht den Anforderungen, weder finanziell noch rechtlich entspricht, die an einen Haushalt gestellt werden müssen. Das ist unsere Marschroute. Wir haben außerdem heute, und das wird sofort allgemein öffentlich bekannt gegeben werden als Pressemitteilung, eine Lagefeststellung und die Punkte, die man in der heutigen Sprache Sachpunkte nennt, zusammengefasst, von denen wir wollen, dass sich alle im Bundestag vertretenen Parteien äußern, weil wir der Meinung sind, es wäre keine Lösung der Lage, wenn man jetzt einmal versuchte, ein Personenpuzzlespiel zustande zu bringen und eine Regierung zusammenzusetzen, die Mehrheit versprechen könnte. Dabei muss gesprochen werden über die Sachfragen. Die stellen wir heute, ohne damit in die Details zu gehen, jedem zur Einsicht und zur öffentlichen Erörterung zur Verfügung. Können Sie ein oder zwei Punkte in Ordnung bringen? Zweitens, um der Stabilität des Bündnisses willen und als Beitrag zur Entspannung, muss sie den Ehrgeiz auf atomaren Mitbesitz aufgeben. Drittens, sie muss aktiv für die Normalisierung unserer Verhältnisse zu den östlichen Nachbarvölkern und für die Versöhnung mit ihnen eintreten. Viertens, sie muss Klarheit schaffen über unseren eigenen Handlungsspielraum, über den Ostberliner Machthabern. Sie muss diesen Handlungsspielraum ausfüllen. Und dann fünftens, die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland ist durch die politischen Versäumnisse der bisherigen Regierung in die Gefahr der Stagnation und des Rückschlages geraten. Durch sofort einzuleitende Maßnahmen muss der deutschen Wirtschaft die Möglichkeit geschaffen werden, in einer neuen Aufschwung einzutreten, damit in Zukunft Stabilität und Wachstum gleichermaßen sicher sind. Die nächsten drei Punkte behandeln die Ordnung der Staatsfinanzen als unabdingbare Voraussetzung, die Tatsache, dass Bund, Länder und Gemeinden gleich notwendig tragende Säulen unseres Staates sind und dass die finanzielle Neuordnung allen dreien gleichberechtigte Voraussetzungen für die Lösung ihrer jeweiligen Aufgaben verschaffen muss und schließlich achtens, wirtschaftliches Wachstum, finanzielle Ordnung, soziale Stabilität sind die innenpolitischen Grundlagen für den Fortschritt unserer Gesellschaft und für eine kontinuierliche Politik nach innen und außen. Daraus ziehen wir die Schlussfolgerung, dass jede neue Bundesregierung sich diesen Aufgaben unweigerlich konfrontiert sieht. Wer dafür die Augen verschließen möchte, wird den politischen Notwendigkeiten dieser Stunde nicht gerecht. Die Bildung einer neuen Regierung hat nur Sinn,
wenn sie diese Aufgaben anpacken will und wenn sie dafür im Deutschen Bundestag eine Mehrheit findet. Wir sagen am Schluss zu Gerüchten über Koalitionsbildungen, welche auch die SPD einbeziehen möchten, dass der Vorstand der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion erklärt, für uns Sozialdemokraten ist entscheidend zu wissen, wohin die Reise geht. Die Sozialdemokraten sind für keine Regierung zu haben, die entweder nur eine Prolongation der bisherigen Politik betreibt oder den Weg zur Lösung der sachlich gebotenen lebenswichtigen Aufgaben versperrt. Alle können und, wenn es richtig zuginge, müssen nach dieser Erklärung sagen, man weiß jetzt, wo man die Sozialdemokraten hat. Eines Tages regieren und hier ist deutlich gemacht, in welche Richtung wir die Reise gehen lassen wollen. Wir wollen nicht, dass das irgendein Geheimnis bleibt und nicht nur dann auch mit Ihnen, schon mal, zu uns Vorstand gemeinsam einen Vorschlag, wenn bis dahin keine Aussicht auf Lösung des gegenwärtigen Durcheinanders besteht, einen zusätzlichen Vorschlag für die Prozedur der Lösung.